Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Marcel von Your Games, und wir spielen weiter Hogwarts Legacy. Und wir haben hier noch einige Aufträge im Questlog, und zwar die für den Unterricht wichtig sind. Ich würde sagen, die machen wir mal, unsere Hausaufgaben. So, hier müssen wir ein bisschen rumschwirren und irgendwelche Ballons zum Platzen bringen mit dem Besen. So, das machen wir dann am Kräuterkundeunterricht. Dann besorgen wir mal Unsichtbarkeitstrank und ein Donnergebräu gegen Gegner. Das können wir vielleicht in Hogsmeade besorgen. Und wirke der Pulsor auf levitierten Gegner. Levitiert heißt einen schwebenden Gegner. Mit Levioso, wenn wir den sozusagen hochgebracht haben. Habe ich tatsächlich jetzt überlegt, ob ich das nicht in der letzten Episode gemacht hätte. Ich bin der Meinung, ja. Aber ich kann mich da auch ein bisschen täuschen. So. Deswegen würde ich sagen, wir suchen. Naja, wir machen es mal so. Wir nehmen uns den Besen. Und fliegen vielleicht mal in der Runde hier. Und zwar zum Beispiel hier. Denn hier müsste. Oh nein! Oh nein! Zu Hilfe! Oh, oh, oh. Okay. Mal schauen, ob wir hier irgendetwas rausholen können. Okay, hier bin ich verkehrt. Was? Hä? Okay, warte mal. Also da konnte ich nicht hin. Rebellion. Ah, okay. Konfrontation. So läuft der Hase hier. Ey, das ist wirklich. Rebellion. Tatsächlich ist das hier meistens irgendwie so ein Plunder, den kein Mensch braucht. So, wo ist denn das jetzt hier? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, das sind solche Gegner. Da können wir gleich mal die eine Aufgabe lösen. Ich war ein stolzer Mann an diesem Tag. Akir! Du hast doch Nora Trent in der Drei, oder? Das Levioso! Ja! Akir! Konfringo! Levioso! Nein! Du sollst doch dunkle Künste. Das war ein schwerer Fehler. Ja? Meinst du? Akir! Konfringo! Repulso! Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Wahrscheinlich nicht. Okay, so, die nehmen wir mal mit. Und die nehmen wir mal mit. So, und hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Rätsel. Das Rätsel. Ich weiß, was das bedeutet. Ja, eine Prüfung Merlins. Si, Senor. So, also entweder. Levioso! Okay, Levioso ist schon noch nicht. Konfringo! Was?
Okay. Rebellion. Akio. Das bringt gar nichts. Levioso. Defundo. Confringo. Wo was? Okay, strange. Was muss ich denn jetzt hier machen? Also mal gucken, an Symbolen. Defundo. Also er hebt sich kurz ab. Ach hier. Okay. Also, gerade wirklich keine Ahnung. Confringo! Defundo! Accio! Levioso! Vielleicht brauchen wir aber tatsächlich noch einen neuen Spruch, diesen Zerteilungsspruch, Donnerspruch, was weiß ich. Keine Ahnung. Interessant, können wir gerade hier nicht lösen. Okay, so, dann würde ich sagen... Wahrsagenunterricht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt diese Ballons hier mal zerplatzen lassen. So, bis wir denn dahin? Bis denn dahin? Okay. Na gut, dann kommen wir fliegen da einfach mal hin. So, wir müssen zum Bahnhof. War ich denn nicht schon mal da? Naja, egal. Genießen wir mal ein bisschen die Gegend hier. Okay, hier war auf jeden Fall ein... Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. So, da sehe ich die schon, die Ballons. Verpasst. So. Okay, einer muss ja irgendwo noch sein. Scheiße.
so einer. Zweiter. Dritter. Vierter. Und da ist der fünfte. Großartig. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Ja, Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. What? Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Okay, dann machen wir mal Glacius, machen wir jetzt mal hier unten. Glacius! Bitte, Sie lernen schnell. Confrito! Okay. Gut, das ist erledigt. Dann... Wir brauchen, glaube ich... Kräuterkundeunterricht, Unsichtbarkeitsdrin, Donnergebräu, Wahrsagen. Okay, dann gehen wir noch mal kurz nach Hogsmeade. Kaufen dieses Donnergebräu-Zeugs und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Nebenquests, bevor wir hier weitermachen. Also, einmal nach Hogsmeade bitte. Hogsmeade Express. So, und dann kaufen wir kurz mal dieses Donnergebräu. Donnergebräu? Und unsichtbar. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Ja, ich hoffe. Sehen Sie sich ruhig um. So, Fokus. Wow, was, 1000? Oh mein Gott. Weise Entscheidung. Vielen Dank. Ehrlich, nur... Ich hätte das auch selber machen können. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ah, warten Sie mal, Herr. Haben Sie denn noch ein Mega Power Trink? Ja, komm, die kaufe ich auch noch. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich meine, ich kann die zwar selber produzieren. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Aber es dauert mir einfach wirklich zu lange.
Okay, dann probieren wir mal das Zeug gleich mal aus. Unsichtbarkeitstrank. Zack. Und dann Donnergebräu. Geil. Das ist fett. Oh mein Gott. Das ist ja richtig gut. So, damit wäre das, glaube ich, ja. Ach, gegen Gegner. Oh mein Gott, ich habe das jetzt gekauft. Kann ich das nochmal laden? So, Sekunde. Zaubertränke. Ich glaube, das müsste hier sein. Oh Gott, ich bin auch echt ein Depp. Das steht gegen Gegner. Wie kann ich heute behilflich sein? Oh, ich glaube, ich habe das jetzt gerade gekauft. Kann das sein? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Okay, cool. So. Hereinspaziert. Heiltränke sind unsere Spezialität. Ja, ich weiß. So, dann. Gegner zu finden solle nicht so das mega große Problem sein. So. Guck mal, hier ist auch noch ein. Ich brauche ja nur einmal dahin zu gehen und dann. Bin ich jetzt schon wieder da, wo ich war? Bin schon wieder an der gleichen Stelle. Ist ja echt blöd ein bisschen. Andererseits, komm, wir gehen mal in diese Richtung. Da werden schon welche komischen Typen herumlaufen. Schon ein bisschen spooky hier. Okay, ich speichere lieber ab. Speichern. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Contringo! Ach, dieses Ding wieder, okay. Also, da haben wir einen Turm. Da ist ein. Rebellion. Gibt es nur zwei? Ne, es kann doch nicht sein. Normal gibt es mal drei von diesen Dingern. Ja, wir gucken mal. Ach hier. Komm, trink du.
Niemals. Also da muss doch irgendwo einer sein. Irgendwo ist noch ein. Also ich sag mal so, die können ja nicht so mega weit auseinander sein, die Teile. So. Da. Rebellion. Der leuchtet blau, der leuchtet blau. Da leuchtet einer. Was? Ernsthaft, Freunde? Confringo! Okay, der geht aber wirklich sehr schnell runter. Okay, das wird wahrscheinlich der letzte sein. Okay. Zack. Love, Forest, love! Confringo! Ach shit, ich schaff das nicht. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Okay, einer fehlt uns noch. Einer, ein einziger. So, ich suche aber trotzdem immer noch irgendwelche Gegner. Wir gucken mal kurz auf die Map. Ich muss nämlich dieses komische Donner... Okay, sieht nach Gegnern aus. Spinnen. Okay. Okay, du komm. Fiese Unholde. Okay, das mit dem Donnergebräu hat's wohl, war, hat wohl jetzt funktioniert. Unsichtbarkeitstrank. Ja. Okay, jetzt können wir die ganzen Dinger lernen. Super. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay. Reduktor! Confringo! Confringo! So, ich fand das gar nicht so verkehrt mit dem... damit... und das auf X... Hey Doktor, ins Fenster!
Akio! Konflikt! Betrüger! Rebellion! Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Oh, ich dachte schon, ich hätte alles noch mehr Aufgaben. Oh mein Gott, ich will noch mehr Aufgaben. Über in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Über in der Nähe Cambridge Streams das Fliegen. Eigentlich wollte ich so den Schmetterling. Und dann können wir das Fliegen nochmal üben. Ja, genau. Führt mich einfach zu den Gegnern hier. Ganz, ganz tolle Idee, Freunde. Ist das dein bester Zauber? Ja. Komm, trink. Vielleicht sollte ich mich mal bei Flycroft nach Bonn umschauen. Ich sage es dir. Komm, trink. Lebioso. Depulso. Okay, wir machen das doch mit dem anderen Spruch. Irgendwie passt mir das hier nicht. Das ist irgendwie immer noch nicht so geil. Wir machen das so. Dann legen wir. Reparo ist hier? Okay. Akio, komm, trink du! Rebellion! Akio, Confringo! Habt ihr eigentlich das Huhn gesehen? Mal das Huhn da hochgerufen. Oh. Okay, so, wo sind die Fliegen denn jetzt? Ach hier. Toll. So, dann wollen wir ein paar Hausaufgaben noch machen. Hier ein bisschen herumfliegen. Wo soll das jetzt sein?
Über in der Nähe der Zinnen, das Zinnen, das Fliehen? Was? 1800 Meter? Will mich veralbern? Wow. Okay, ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Unterricht. Das wird mir doch zu krass sein gerade. Okay, wir müssen nochmal die Auftragskarte. Das ist echt hier gerade ein bisschen. So, Kräuterkundeunterricht am Tag besuchen. Bitte. Ja, wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Professor Garlick! Hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Was für eine Pechsträhne. Hm.
Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Okay. Das bedeutet, wir können jetzt Gegenstände hochheben. Wir können das aber hier üben. Warte mal, also. Ich glaube, wir machen das jetzt so, dass wir uns... Das war Levioso. Wie heißt denn das neue Ding jetzt? Oder ist das jetzt einfach nur... Ich bin natürlich cool und habe das jetzt gerade nicht richtig gelesen. Ach, das ist doch das hier. Jetzt bewegliche Objekte schweben und kontrollieren. Okay. Okay, ich verstehe. So, das... Machen wir mal hier drauf. Echt, das mit dem Füttern, das ist auch echt so ein Blödsinn irgendwie, oder? Dann machen wir das mal anders. Wir machen mal... Zack, zack. Hier. Hab ich tatsächlich... Okay, ich habe das, das ziehen, bla nach oben und einfrieren. Okay. So, dann würde ich sagen, wir machen hier. So, das machen wir hier und hier unten machen wir einmal Zack, zack. Feuer machen, ihn nochmal wegstoßen.
Die haben wir belegt. Den haben wir noch nicht belegt, glaube ich. Okay, dann machen wir mal die da rum und die wollen wir noch. Okay, das sieht jetzt, glaube ich, ganz gut aus. So, wir können das mal gleich austesten hier. Wingardium Leviosa. Ein Naturtalent. Oh, das ist gut. Okay, cool. So, dann zum nächsten Unterricht. Wahrsagen? So, die Finger. Okay. So, die Folge wird ein bisschen länger, aber gut, dann haben wir das alles in einer Folge abgefrühstückt. Wieder mal auf Abenteuertour. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? Ironischerweise ließ ich nicht vorhersehen, dass ich Wahrsagenunterricht essen finde. Revelio. Unheimlich viel. Oh, ich hoffe, die Aufgaben... Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich... Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben?
Was machen die da? Okay, das ist die Puppe. So, dann Descendo, Descendo. Wo ist denn das Ding jetzt? Okay. Versuch keinen direkten Schaden, aber Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleiden erheblich Aufprallschaden. Gegner in der Luft erleiden noch größeren Schaden beim Aufprall auf den Boden. Das ist natürlich cool, man könnte jetzt nach oben und nach unten machen. Macht das Sinn? Ich glaube ja. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Legnose, Descendo! Fantastisch! Sie haben den Dreh raus. Gut, so, dann wollen wir zum nächsten. Fledermausmilzpulver, vielleicht. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Okay, er sieht schon irgendwie... Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Okay, dann würde ich sagen, also machen wir das mal folgendermaßen. Wir legen uns... Fügt auch irgendein Gegner aus der Ferne einen Hieb zu und versucht beträchtlichen Schaden. Oh, das ist gut. Das ist, glaube ich, echt gar nicht so bad. So, hier haben wir das und das. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eben hier. Und hier wollte ich. Was war denn hier jetzt? Was? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dann probieren wir das gleich mal aus hier. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Legnose! Confringo! Legnose! Defindo! Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weitergehen. Akio! Confringo! Okay.
So. Dann haben wir eigentlich so, bis auf jetzt dieses Herumfliegen hier. Arrest und Momentum. Okay, das machen wir auf jeden Fall ein bisschen später. Konkurrenz wegfegen. So, ich würde jetzt noch zum Schluss. Also, ganz zum Schluss. Wir gucken nochmal auf die Karte, ob wir hier noch irgendetwas haben. Irgendetwas mega Spannendes. Okay, hier ist die eine Quest. Bootshaus. Nerida Roberts sitzt an den Stegen vom Bootshaus von Woods. Ich solle mit ihr sprechen. Okay, das kann eine kurze Quest sein. Es kann aber auch eine super lange Quest sein. Das weiß man leider nicht. So, ich weiß allerdings, wir haben hier das mit der einen Kugel. Das hier. Das hier müssen wir nochmal machen. Ich überlege gerade, wie man da am besten hinkommt. Ich glaube, wenn man sich dahin beamt, dann können wir dann von dort aus dahin schweben. Ja, ich bin auch in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. So, dann fliegen wir da mal kurz hin. Und jetzt können wir das mit der Kugel, glaube ich, lösen. Das soll ja nicht mehr das große Problem sein. Okay. So, aktivieren muss ich das jetzt nicht nochmal. Also, ich vermute, wir müssen... Was? Ich kann das jetzt einfach jetzt so hochheben? Wieso ging das früher nicht? Bam. Und die Kugel rollt. Komm bitte, spring da rein. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Sehr gut, das heißt, jetzt müssten wir theoretisch. So, ich weiß nicht, ob das jetzt der Auftrag ist. Yes, neue Inventarplätze. So, jetzt müssen wir 32 haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig gerechnet. Perfekt, so Freunde, dann würde ich sagen, das wär's für heute. Wow, hier ist aber noch ordentlich was Zeug hier. Stimmt, wir können ja nochmal rausfinden, was das genau ist. Komm, das machen wir nochmal schnell. Dann haben wir die Stunde voll gemacht. So, Hogwarts. Dann einmal nach hier. Kammern wir. Ja. Und hier Raum der Wünsche. So, wir haben zwei Klamotten zum Identifizieren. Das hat sich wirklich gelohnt, glaube ich. Das hat sich echt gelohnt, glaube ich. So. Ja, guck mal. Also, hier ist alles schick. Ist auch alles schick. Hier ist auch alles schick. Hier.
Reduziere das Schaden durch Sumpf. Okay. Dann nehmen wir natürlich den hier. Wahrscheinlich mit Confringo. Oh mein Gott. Okay, das ist echt gut. Also das ist wirklich jetzt gut. Er sieht auch schon richtig cool aus jetzt. Cool man. So, Freunde, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Episode machen wir mal den verrückten Hausmeister. Ist auf jeden Fall eine coole Quest. Die habe ich schon auf der PlayStation 5 gemacht. Und dann können wir, glaube ich, mit der Hauptstory weitermachen. So, dann haben wir, glaube ich, so das meiste an Nebenaufträgen gemacht. Genau, eine kleine Nebenquest ist auch noch da. Dann würde ich sagen, machen wir den Hausmeister und machen noch die andere Nebenquest und ja, dann machen wir die Hauptstory weiter. In dem Sinne, ich danke euch, haut rein, lasst gerne ein Abo, ein Like, falls ihr das noch nicht getan habt und ja, kommentiert gerne, ob euch das gefällt oder nicht. In dem Sinne, ich danke euch, ciao, ich bin raus.